Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir Adopt Me. Und ja Leute, wie wir gerade schon gesehen haben, ist Adopt Me das Halloween Event Woche 2 draußen. Es gibt jetzt Süßes oder Saures und wir werden uns heute alles anschauen. Außerdem die, wieso habe ich die hier leer gelassen Leute, außerdem die neuen Pets und so weiter und so fort. Ich bin richtig, richtig gespannt. Wir laufen direkt mal zum Halloween Event und können wir uns bei uns selber, können wir hier auch Süßes oder Saures spielen? Wir können das hier einsammeln. Und haben wir dich eingesammelt? Ich kann es nicht einsammeln, Leute. Ich kann es selber bei mir nicht einsammeln. Was ist das denn? Okay. Aber ich muss sagen, wir öffnen gleich auf einen öffentlichen Server und probieren das nochmal aus. Jetzt laufen wir erstmal zum Halloween-Event, weil Leute, dort gibt es neue Pets, ein neues Minispiel und noch vieles mehr. Lasst doch gerne davor einen Daumen da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keinen coolen Roblox mit mir zu verpassen. Und dann würde ich sagen, ja Leute, weiter geht's und los geht's nach dem Intro. Halloween. Participate in the neighborhood trick or treating by visiting your neighbor's homes. When collecting candy, you and your host can get 15 candy each. No tricks. We hope your sanity stays intact. Happy hunting. Adopt me team. Okay. Und wie sehe ich denn bitte aus? So Leute, dieses Minigame hier startet jetzt. Das ist zwar noch das alte, aber das spielen wir trotzdem mal. Es gibt außerdem noch ein neues Haus, Leute, welches wir uns auch sehr wahrscheinlich anschauen werden. Und ich bin auch gleich gespannt, ob der Raum im zweiten Minigame auch so mit diesen Shadow Dragons aussieht oder ob das nur hier so ist. Das interessiert mich gerade wirklich. Jetzt sind wir hier unten, Leute, und jetzt müssen wir hier den richtigen Weg finden und der ist es schon mal nicht. Aber eventuell ist er hier der richtige Weg und tatsächlich ist das der richtige Weg und das hat gewackelt. Das hat ich allerdings zu spät gesehen und wir gehen jetzt hier lang und das hat auch schon gewackelt. Das heißt, wir gehen hier lang und jetzt hier lang und wir haben ein Checkpoint und hier lang. Falsch. Egal, wir haben noch eine Minute Zeit, Leute. Hier lang und jetzt hier lang. Okay. Hier lang. Nein. Oh mein Gott. Okay. Egal, wir schaffen das, Leute, wir schaffen das. Und hier lang und let's go. Nice, Leute, 3000 Candies und in 20 Minuten können wir das wieder spielen, weil jetzt gibt es ja zwei Minigames, das heißt, das andere startet in 10 Minuten. Und hier haben wir das Ganze, Leute, Chicken Rice Says. Und wir gehen rein und nein, tatsächlich, wir sind in einer anderen Umgebung, Leute. Und diese Umgebung kennen wir noch vom letzten Jahr. Ja, Leute, dieses Minigame gab es letztes Jahr schon mal. Und ja, wir werden das Ganze gleich spielen. Davor laufen wir allerdings jetzt mal zu den neuen Pets und so weiter und so fort, die wir übrigens auch noch in der Zukunft natürlich Neon machen werden. Ja, Leute, hier haben wir die neuen Pets und zwar einmal den Ghost Dog. Leute, meine Einschätzung war richtig. Es ist wirklich ein Hund mit so einer Geisterhobe und ich habe das euch jedes Mal gesagt. Dann haben wir einen Dire Stack. Yo, sieht der krass aus, Leute. Der sieht richtig heftig aus. Der kostet 125.000 Candies. Und ein Cute Cabra für 9.000 Candies. Geht voll klar, Leute. Der sieht richtig cool aus auf jeden Fall. Ich weiß zwar nicht, was das hier sein soll. Ich dachte eigentlich, das wird so Dämon wegen den... Ich dachte, das ist ein Hörner. Aber anscheinend nicht, Leute. Ein Cute Cabra. Und Leute, der Ghost Dog kostet 34.000 Candies. Und Leute, der Ghost Dog ist rare. Der Cute Cabra ist ankommen. Und Leute, der Dire Stack ist legendary, Leute. Ein neues, sagenhaftes Pet. Aber ich bin euch ehrlich, Leute. So sieht er auch aus. Und den werden wir in den nächsten Folgen... Neon machen und ich freue mich sehr. Und in einer Woche kommen auch schon hier die Boxen raus, Leute, die, nennen wir sie mal Vogelscheuchenboxen und, hier haben wir schon das Board, Leute, das gab es letztes Mal noch nicht, aber ja, das sind die drei Pets und die werden dann rauskommen. Ich freue mich sehr, Leute, und ich würde sagen, jetzt springen wir mal in einen öffentlichen Server. So, Leute, auf einem öffentlichen Server angekommen, müssten wir jetzt hier eigentlich die, die Sachen hier einsammeln können. Und können wir dich einsammeln? Nein, hier war schon jemand. Aber Leute da hinten, die haben alle Ausrufezeichen. Kann ich die einsammeln? Müsste eigentlich funktionieren, oder? Laufen wir drüber und yay, 15. Trick or treat. Okay, und nochmal. Okay, das heißt, wir bekommen, Leute, pro Haus bekommen wir 15 Candies. Das heißt, man kann die ganze Zeit hier, quasi, kann ich jetzt auch so ein Hoverboard oder sowas? Wo ist es? Hier, Leute. Und ja, ich kann das tatsächlich auch von einem Hoverboard einsammeln. Das heißt, ich kann jetzt hier durch die ganze Neighborhood fahren und einfach hier immer alles einsammeln. Ob das jetzt so viel worth ist, weiß ich gar nicht, Leute, weil, ja, es sind halt nur 15 pro jedes Mal und für ein Minigame kriegt man 3000. Also, ja, da muss man das hier schon eine ganze Weile machen, bis man hier 3000 rausbekommt. Aber es ist auf jeden Fall ein extra Weg,
um Candies zu verdienen. Ja, Leute, wir haben uns die drei neuen Pets schon angeschaut. Jetzt schaue ich mal eben, wie teuer das Haus ist und... jetzt kann ich sich einsammeln, okay. Und ob ich dieses Haus besitze. Okay, das neue Haus kostet 1950 Bucks. Das geht voll klar. Ist nicht wirklich viel. So, Leute, ich kaufe es mir nicht, aber hier sehen wir das Ganze mal. Von außen sieht das Ganze auf jeden Fall richtig, richtig, richtig cool aus. Also, da muss man sagen, sieht das schon sehr, sehr nice aus. Jetzt gehen wir hier mal rein, Leute. Und jetzt bin ich mal gespannt... Das Store ist locked. Wow. So, Leute, ich bin jetzt hier mal ein bisschen rumgefahren auf unserem Hoverboard und man sammelt auf jeden Fall ganz gut Candies ein. Allerdings weiß ich immer noch nicht, ob sich das wirklich so krass rentiert. Ich denke eher weniger. Aber das müsst ihr für euch selber entscheiden, Leute. Da hinten kann ich wieder hier claimen. Boom. Der ist einfach vor mir despawned. Was ist das denn? Leute, was muss das für ein Zufall sein? Er spawnt und er despawnt einfach genau, als ich sein Kürbis einsammeln wollte. Das kann doch nicht sein. Und Leute, also das Haus ist immer noch abgeschlossen. Das heißt, rein kann ich nicht. Ich muss sagen, preis-leistungsmäßig ist das gar nicht mal so teuer. Ich werde auch gleich noch suchen, ob ich nochmal so ein Haus finde. Aber aktuell warte ich noch auf das neue Minigame. Beziehungsweise, naja, neu ist es nicht, Leute. Letztes Jahr gab es das auch schon, aber es ist ja dieses Jahr neu. So, Leute, in 20 Sekunden geht's auch schon los. Und ich bin immer noch Profi vom letzten Jahr. Es ist mir letztes Jahr nie irgendwas Schlimmes passiert wäre, diesem Minigame. Ich weiß nicht, was ihr hier gerade in die Kommentare schreibt. Nein, 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 ich war immer der Profi. Und in 5, 4, 3, 2, 1 und let's go! Chicken Rice says, und ja, Leute, wir müssen jetzt darauf achten. Ich erkläre euch jetzt, wie das Spiel funktioniert. Und zwar, wenn die Sprechblase hier weiß ist, müssen wir auf die, ja, Plots, welche es zeigt. Und wenn sie schwarz ist, dann müssen wir auf die anderen. Das heißt, jetzt ist sie weiß. Das heißt, wir müssen jetzt hier zum Orangenen oder zum Winter oder zum, ja, zu diesem Japan-Ding oder China-Ding. Und... wenn das hier nicht weiß, sondern schwarz ist, Leute, mit Stacheln, dann müssen wir genau zu denen, die dort eben nicht angezeigt werden. Wie zum Beispiel, ja, jetzt müssen wir zum Portal und wir haben halt nur eine begrenzte Anzahl an Zeit, Leute, zum Portal oder hierhin. Ja, ich denke, ich kann euch gleich das andere noch präsentieren, aber das hier müssen wir auf jeden Fall schaffen. Es gibt aber 8 Runden, Leute. Es gibt allerdings 8 Runden, das heißt, es wird auf jeden Fall schwer und, okay. Okay, es ist wieder weiß, das heißt wieder hierhin. Interessant, interessant, Leute. Aber wir müssten hier safe sein. Und ja, Leute, die Gebiete sehen eigentlich alle sehr, also quasi einzeln aus. Also das heißt, es gibt keine, was irgendwie doppelt gleich aussieht. Und es ist wieder weiß, wieder Portal oder Schneegebiet. Wir müssen hier schnell zum Schneegebiet, Leute. Weil wir haben natürlich nicht allzu viel Zeit, hier von Gebiet zu Gebiet zu kommen. Und bis jetzt muss ich sagen, ja, haben wir das Ganze noch ohne Probleme gemeistert. Aber das, ja, jetzt, Leute. Und jetzt müssen wir gucken... hier, schnell. Wir müssen schnell hier zum Orangen, weil das Orangen ist hier eben nicht drauf. Und das ist genau der Ort, wo wir quasi hin müssen. Also alles, was hier nicht drauf ist, ist dann sicher, wenn das Ganze schwarz mit Stacheln ist. Und jetzt müssen wir schnell dahin, Leute, weil es wieder weiß ist. Das heißt hier, das ist der einzig sichere Ort. Ich denke mal, ihr habt das jetzt alle verstanden. Also, ja, Leute. Und jetzt kommt hier nochmal schwarz, okay. Das heißt, hier, das Bett ist sicher. Das Bett ist sicher. Und ab aufs Bett. Okay, Leute, oh mein Gott, war das Bett wurde hier nicht aufgelistet. Jetzt ist der Schnee sicher. Und wir haben, oh mein Gott, Leute, wir sind einer der letzten beiden Überlebenden. Und schafft sie. Sie hat es geschafft, Leute. Und somit haben wir alle 8 Runden gewonnen. Nice. Und 3300 Candies. Sehr, sehr cool, Leute. Somit haben wir, ja, 3300 Candies bekommen. Nice. Und letztes Jahr war es so mit einem Unicorn. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob da ein Unicorn jetzt war oder ob das das Chicken Rice die ganze Zeit war. Das seht ihr, da habe ich gar nicht drauf geachtet, Leute. Das seht ihr aber ja im Video nochmal. Aber, ja, Leute, an der Stelle muss ich auch sagen, war es das mit der Folge? Das Haus schaue ich mir jetzt nicht an, Leute. Aber ihr könnt es ja selber euch anschauen, wenn ihr das wollt. Wenn ihr wollt, dass ich mir das Haus trotzdem nochmal anschaue, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und, oh, Leute, wenn jemand bei eurem Haus Trick or Treat macht, dann kriegt ihr auch 15 Candies anscheinend, oder? Oder ich hab's gerade einfach so bekommen. Ich denke mal, irgendjemand hat es bei meinem Haus gemacht und wir haben quasi dann 15 Candies bekommen. Das ist sehr, sehr nice und um mich fliegt irgendein Drache. Interessant, interessant, interessant. Aber dann würde ich sagen, lasst gerne einen Daumen da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, coolen Roblox für diese mir zu passen. Und dann würde ich sagen, Leute, haut hier rein und ciao, Leute!